Servus Thomas. Hi. Na, wie geht's? Mir geht's gut. Geht gut, oder? Ja, super. Wenn du kein Speerwerfer geworden wärst, was wärst du jetzt? Basketballer. Stark. Was ist denn dein Lieblingsstadion? Das dauert schon viel zu lange. Doha Athletics Club. Für einen Tag wärst du gerne mal? Pilot. Warum ausgerechnet Pilot? Fliegen lassen. Und als Kind, ich war nie Feuerwehrmann oder Polizist. Ich habe immer geschrieben, Hobby oder möchte gerne Pilot. Erzähl uns mal ein Geheimnis über dich. Ein Geheimnis? Ein geheimes Geheimnis. Das Geheimnis ist ein Geheimnis. Ha? Da bleibe ich ja hart bei der Definition. Was regt dich denn so richtig auf? Ja, unpünktlich. Sinnlos unpünktlich. Ach, der Klassiker. Ja, nee, wirklich. Klassisch Deutscher bin ich. WM-Gold, EM-Gold oder Olympiagold? Nicht möglich zwischen EM 18 und 16, aber Olympiagold ist Olympiagold. Wann warst du das letzte Mal nicht als Athlet, sondern als Fan bei einem Sportevent? Beim Basketball in Jena. Wann, frag mich nicht, ich habe zu wenig Zeit, Fan zu sein. Welches Sportevent würdest du denn gerne mal selber beobachten? X-Games, ja. Auch selber als Teil davon? Nein, ist mir zu riskant. Wieso? Ich habe Familie zu Hause. Da fallen all die X-Games-Sportarten raus. Fair enough. Wie oft checkst du deinen eigenen Instagram-Grid? Meinen eigenen? Dreimal am Tag. Was wäre dein liebstes Reiseziel? Nationalparks USA. Für jemanden, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, was bleibt dir dann noch? Ich versuche, dass der Sport immer noch Hobby bleibt. Das ist irgendwie super wichtig für meine mentale Seite. Ansonsten, wenn ich nicht in der Halle bin, dann ist es super viel Gärtnern zu Hause. Es ist Fliegenfischen, wenn ich die Zeit finde. Und auch Fotografie noch. Und zu guter Letzt, die Brötchenschrippe oder eine Semmel? Brötchen.